Weltfrauentag. Wir haben getanzt hier in unserem Mastermind, wie verrückt, und uns gefeiert, weil wir permanent Durchbrüche haben. Das klingt so scheiße, Durchbrüche, aber was ist ein Durchbruch? Ein Durchbruch ist, wenn ich mich nicht einschüchtern lasse, wenn ich mich nicht zurückhalten lasse und wenn ich nach Bob Proctor diese Terrorbarriere durchbreche. Das ist ein Durchbruch, weil diese Terrorbarrieren, die kommen immer wieder. Und ich bin jetzt hier mit der wunderbaren, supermutigen Marie und wir sprechen über Sucht, aber eigentlich über die Sehnsucht. Ja, Marie, erzähl mal dein Ansatz, oder? Weil die Sichtweise ist ja immer das Entscheidende. Also aus der Ansatz, aus dem es resultiert ist, oder so diese Lüge, aus dem es resultiert ist, diese Sehnsucht, geht ganz, ganz früh zurück zu einem Moment, wo ich für mich angeblich absolutes Verlassensein gefühlt habe und mir sogar als 5-jähriges Kind gesagt habe, jetzt bin ich verloren. Also das hat sich sehr, sehr intensiv dann eingepflanzt. Und dann war natürlich der weitere Weg schon gegeben, dass es, ja, dass daraus nur Sehnsucht nach gesehen, geschützt, geliebt, unterstützt sein werden konnte. Ja. Und das hatte ganz Sehnsucht, verschiedene Ausläufer. Sehnsucht heißt ja, eigentlich im Wortgebrauch heißt es ja, ich sehne mich nach etwas, was nicht da ist. Genau. Das ist ja schon mal fatal, diese Vorstellung, oder? Ich glaube, ich lebe in Abwesenheit, oder wenn man es spirituell sehen will, ich lebe in der Trennung. Ich lebe einfach in der Trennung, weil ich habe Sehnsucht. Und ich weiß nicht, wie ich diese Trennung aufheben soll. Mhm. Also gehe ich mal in die Sucht. Genau. Ich will ja einfach nur ein gutes Gefühl und habe keine Idee dafür oder davon, wie kann ich das quasi aus mir herausziehen? Wie kann ich das selber produzieren, mal so gesagt, ne? Also gehe ich in Süchte. Das kann ja alles sein, ob das jetzt Magersucht ist, um besonders schön zu sein, um dadurch geliebt zu sein, oder Drogen, ganz klar, Alkohol und so weiter und so fort. Immer so dieses, dann habe ich das Gefühl, es ist alles weich, es ist alles geliebt um mich herum, weil ich habe mich ja so bedämpft, dass ich das empfinden kann. Ja, das ist ein Weg. Man bedämpft den Körper, ne? Der Körper ist ja eigentlich ist ein geiler Freund, ja, weil der Körper, der nimmt ja alles auf, was du denkst, wovon du überzeugt bist, was du glaubst. Und wenn das halt alles negativ ist, verletzend ist, selbstverletzend ist, kleinmachend ist, nicht gut genug ist, dann fühlt sich der Körper dem Gedanken entsprechend. Genau. Und wenn man nicht, sag ich jetzt mal, aufgeklärt ist und nicht weiß, was der Körper eigentlich macht oder wie das funktioniert, dann reagiert man darauf. Genau. Ja, fühlt sich scheiße an. Oh mein Gott, das will ich nicht. Wie kann ich dieses Scheißgefühl verändern? Und dann habe ich kein Konzept. Wobei dieses was Schönes draufsetzen, entspricht ja auch genau dem, was wir ganz intensiv studiert haben die letzten Wochen, ja, und an uns selber. So dieses zu überlegen, ja, bin ich denn tatsächlich diese hilflose, verlorene Person? Wer sagt mir das in allererster Linie? Was haben meine Spiegel im Außen damit zu tun? Und ja, woher kommt? So. Und wenn ich das aber nicht weiß und glaube, mein Körper fühlt sich scheiße an und da im Außen gibt es ein paar Sachen, Drogen,
eben alles Suchtgeschichten, die Eiscreme, ja. Ja. Oder hungern. Hungern oder zu viel essen beeinflusst in erster Linie den Körper kurzfristig. Ja. Deswegen sagt man ja auch immer, alles, was du machst, wirkt als Verstärker deines Seinszustands. Ja. Ja. Und deswegen muss man ja immer wieder mehr nehmen, weil dieser Seinszustand sich ja immer wieder verstärkt. Ja, man gewöhnt sich dran, ne? So. Man gewöhnt sich dran und der Seinszustand bleibt halt. Ja. Ja, und ich bin halt eine in dem beschissenen Seinszustand, die es gerade nicht merkt. Ja. Ja. Und das wäre eigentlich so leicht aufzulösen, oder? Wie denn, Marie? Ja, wie? Also ich hatte davon absolut keine Ahnung. Und bin ja aber durch mich, durch ganz viel hier gelandet, um genau das aufdecken zu dürfen. Ja, von quasi absolut lebensunwehr zu, hey, ich darf ja. Und der Weg oder das Tool, um dahin zu kommen, besteht schlussendlich darin, ja, was ich auch eben gesagt habe, so zu überlegen, okay, wer möchte ich denn sein? So dieses, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht dies genug, nicht das. Will ich das tatsächlich sein? Möchte ich das wirklich sein? Sich das klar zu machen, möchte ich beschränkt sein? Und oder möchte ich denken, dass Menschen mich betrogen, belogen haben? Möchte ich so eine Realität haben? Und dann unser Tool ist, besteht im Prinzip, ist es ganz simpel, einerseits darin, ja, mir klar zu machen, wer bin ich, wann bin ich in meiner Freude, wann empfinde ich Liebe, und sich auch zu überlegen, oder ich empfinde das ganz stark als so einen ganz extrem intuitiven Prozess, wenn man erstmal angeknüpft hat. Also bei mir ging das tatsächlich beim ersten Call ja los, dass ich, also als unser Mastermind, das jetzige, gestartet ist, dass du mir direkt so einen krassen Impuls gegeben hast, wo ich dachte, echt jetzt? Also boah, echt jetzt? Ist das echt so? Und das hat mich so gefreut, weil da ging es tatsächlich um Menschen, der mir ganz unglaublich wichtig ist, auch heute noch. Und von dem ich dachte, dass der mich komplett abgelehnt hat. Und dein Impuls war einfach zu sagen, Marie, diese Ablehnung, die ist in dir, die schickst du voraus und dadurch entstehen solche Geschichten. Und das war so ein Wow, über mir sind so 1000 Glühbirnen angegangen und dann war es auch direkt so der Gedanke, okay, krass, an welchen Punkten und welche Menschen sind denn maßgeblich dafür, dass ich solche Überzeugungen in mich pflanze? Weil ich das so abscanne. Und das sind natürlich unsere Eltern, ganz klar. Also das sind die Menschen, das sind die ersten großen Lieben. Und ja, die Menschen, von denen man am meisten abhängig ist, passt ja super gut auch zur Sucht, zur Sehnsucht danach, einfach so geliebt zu sein, wie ich halt auf die Welt komme. Und mein Tool ist dann zu gucken, was für eine Überzeugung habe ich, beispielsweise von meiner Mutter, von meiner Mama. Und dann mir klar zu machen, nee, jeder Mensch, egal welches Gefühl er hat, egal wie er sich verhält, will schlussendlich Liebe geben und Liebe erhalten. Von daher kann es nicht die Wahrheit sein. Besser gesagt, ist es eine Lüge zu behaupten, irgendjemand wollte mir jemals was Böses. Und damit bin ich so frei. Also damit entlasse ich ja direkt diese Abhängigkeit schon aus meinem System. Und das halt bezogen auf ganz viele Dinge, die immer wieder hochkommen und immer wieder sich zeigen und dann aber zu sagen, okay, aber schlussendlich möchte ja jeder, mich natürlich inbegriffen als allererste Person, Liebe geben, Liebe erhalten. Und ja, das zu revidieren, diese ganzen Storys zu revidieren, anstatt das immer wieder sich zu erzählen, boah, ich bin das Opfer, weil ich, alles ist mir zu viel, weil, sondern da wegzugehen, diese Gedankengänge als Lügen zu enttarnen und einen Cut zu machen,
damit diese Programme, wir haben das so ganz toll, das kam durch Rima und dich, durch ein Gespräch, so dieses, was sich dann entwickelt hat. Du hast das ganz schön gesagt, ja, wie ist das denn mit Computerprogrammen? Du gehst es löschen, ja, dann musst du es nochmal bestätigen, dann ist es aber erst im Papierkorb. Im Papierkorb musst du es wieder löschen und dann irgendein Crack kann kommen, kann dir irgendwelche, weiß ich nicht, wie es heißt, Files, Items irgendwie ausgraben und es wieder aktivieren. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, und das war auch das, was du eben gesagt hast, diese Horror-Szenarien. Das sind einfach diese versteckten Files, die immer wieder aufploppen und uns aus der Bahn schmeißen. Und dann ist es wieder wichtig zu fragen, wer zum Geier bin ich denn? Wie will ich es denn haben? Ja. Ja. Und dann halt dranbleiben, ne? Und ja. alle Gespenster, alle Gespenstergeschichten, alle Gespenstererinnerungen, alle Gespenster im Außen, die ja eigentlich nur diese Überzeugungen der Vergangenheit immer widerspiegeln, sich halt nicht davon beeindrucken zu lassen, ja? Also ich sage es immer wirklich gerne, das Leben ist tatsächlich so, wie du fährst durch eine Geisterbahn und du glaubst, die Geister sind echt und können dir was tun. Aber das können sie nicht, weil du ja das Licht in dir trägst, weil du die göttliche Wahrheit in dir trägst und dich weißt, dass diese Geister und Gespenster dir nichts antun können. Ja. Diese Feindbilder, ne? Diese Feindbilder, die aus mir entspringen und die ich jedes Mal nähere, indem ich mir was nicht erlaube. Ich gehe nicht raus, ich zeige mich nicht. Also mir geht es sogar so, dass ich teilweise nicht schöner sein darf als irgendwer. Ich durfte nicht mein vollstes Potenzial rauskramen, weil dann könnte ich ja nicht mehr geliebt werden, wie Panne. Anstatt einfach zu sagen, hier bin ich, ich habe Liebe zu geben und wenn ich, da ich nur weil ich mich gerade gut fühle oder schön fühle, da, also es ist so verrückt, es ist so total verrückt. Es ist so total verrückt, dass vor allem so viele wunderschöne Frauen sich nicht trauen, schön zu sein. Weil und gleichzeitig eben doch die Sucht, die Sehnsucht danach, schön gefunden zu werden, geliebt zu werden, unterstützt zu werden, großartig zu sein. Diese Sehnsucht ist da, ja. Aber dennoch erlaubt sich Frau nicht, eben dieses ganze Potenzial, ihre ganze Schönheit zu zeigen. Ja. Und das sind auch nur verdammte Lügengeschichten, die wir irgendwann mal aufgenommen, übernommen haben, selber kreiert. Ich habe ganz viel selber für mich analysiert und als Regel festgelegt. Ja? Ich habe in der Welt rumgeguckt und dann habe ich meine logischen Rückschlüsse gezogen und dann ist es so. Und eben einer bei mir war auch, wenn ich auffällig bin, wenn ich präsent bin, wenn ich einen Eindruck hinterlasse, dann bedeutet es, ich bin zu viel, ich bin too much und ich werde abgelehnt. Mhm. Und einer meiner Ex-Freunde hat mir das ganz klar gespiegelt. Der hat zu mir gesagt, der hat es richtig heftig gemacht. Der hat gesagt, Patricia, meine Freunde haben gesagt, du bist zu laut, du bist zu arrogant, du bist zu präsent. So. Wo kommt es jetzt her? Dann habe ich herausgefunden, dass seine Freunde das gar nie gesagt haben, sondern dass er das nur gesagt hat, dass er nicht alleine da steht, sondern um nochmal einen richtigen Punkt dahinter zu setzen und zu sagen, du bist zu laut, du bist zu präsent, du bist zu auffällig. Aber der Witz ist, er hat es nicht gesagt. Er hat mir nur reflektiert, was meine Überzeugung über mich ist. Und wenn meine Überzeugung über mich ist, ich bin zu auffällig, ich bin zu laut, ich bin zu präsent, was mache ich automatisch? Ich verstecke mich. Mhm. Und dann
kommt so ein Spiegel im Außen, der mir noch widerspiegelt, dass es eben doch gefährlich ist, zu laut und zu auffällig und zu präsent sein, weil ich das ja selber glaube, verstecke ich mich noch mehr, mache ich mich noch kleiner und die Sucht wird größer. So ist es. Und ich kann das Ganze sogar weiterspinnen, weil ich habe genau dasselbe Thema, weil wenn was in mir brennt, bin ich so batsch. Das, als müsste ich explodieren. Ich weiß, das ist auch noch so ein bisschen dieses, ich muss zusehen, dass mich jeder hört. Ich weiß, dass ich da mehr Entspannung entwickle, weil mich hört ja jeder und mich versteht auch jeder. Das hat ja alles immer so einen Zusammenhang. Das Ding ist nur, ich habe das ähnlich empfunden wie du, vielleicht mit eher so elterlichen Reflexionen darauf, so dieses, wie man angeblich zu sein hat. Aber bei mir hat sich das so ausgewachsen, weil ich mein Chamäleon-Dasein so dermaßen perfektioniert habe, dass in mir der Glaubenssatz schlummerte, der hat rumgebrüllt, an mich kann sich niemand erinnern. Das ging wirklich so, ich kann das an einem Beispiel richtig festmachen. Ich habe meine Tochter entbunden in einem Geburtshaus und dann bekommt man im Vorhinein eine Nummer von der Nummer, die dann zur Hebamme geht, die gerade Dienst hat. Und dann rufe ich die morgens um 6:30 an, obwohl längst um 4:30 schon die Bruchblase geplatzt ist, rufe ich die um 6:30 an und frage sie zuerst, hallo Annika, hier ist Marie, weißt du, wer ich bin? Weißt du, das ist mein Dienstleister gewesen und die nehmen das natürlich todernst, weil da geht es um Leben. Ja? Das ist so Mischugge, aber so kann sich das auswachsen, dass man sich selber so hinten ansteht, obwohl ja auch schon, wie ich gerade gesagt habe, sowas Großes schon passiert ist. Ich hätte die schon 1000 Mal anrufen können, habe ich nicht gemacht. Weil ich will ja niemanden wecken, ich will ja niemanden stören. Scheiße. Entschuldigung, aber scheiße. Ja, total, total. Aber das sind auch so kleine Sachen, ja, die kenne ich auch von mir. Ich will ja niemanden stören und dann grüße ich mich. Nee. Weil der andere könnte ja gestört werden oder sowas. Das hatte ich früher auch ganz viel. Und dann nachher kriege ich von außen reflektiert, dass ich arrogant bin und dass ich niemanden grüße. Ja, da kommt dann aber auch wieder meine Überzeugung. Ja, die Leute können denken, ich bin arrogant, wenn ich auf sie zugehe und sie grüße. Also kommt dann hinten, ja, die ist arrogant, die grüßt mich. Ja. Aber das ist meine Überzeugung, dass ich glaube, ich könnte arrogant oder überheblich sein, wenn ich jetzt störe und grüße. Störe und grüße. Ja. Verrückt, gell? Einfach verrückt. Aber du spannst da wieder einen total tollen Bogen, weil das sind diese Kleinigkeiten, die einfach einen Unterschied machen. Und ich glaube, das hat fast jede Frau insbesondere schon mal gehört, weil das auch so ein Klischee ist. Warum guckst du so böse? Warum guckst du so böse? Ich gucke nicht böse, ich bin am Nachdenken. Aber es ist eine Reflexion meiner selbst. Das darf ich nie außer Acht lassen. Und ich mache das wirklich konsequent. Kurz nachdem das Mastermind gestartet ist, es ist mir völlig egal, wie grimmig irgendjemand guckt. Ich sage jedem Hallo und ich bin immer am Lächeln, weil ich das fühle, weil ich weiß, dass alle Menschen auf dieser Welt schlussendlich Liebe sind. Und es ist mir egal, ob derjenige zurücklächelt und das ist vielleicht 1% von 100, die den Moment quasi nicht mitnehmen. Und das ist so eine Mini-Kleinigkeit, aber das ist so essentiell, diese Kleinigkeiten. Das war auch das, was ich gestern meinte. Es ist egal, auch welches Geschenk wir auspacken. Es geht immer um Liebe. Schlussendlich geht es immer um Liebe zu uns selbst und dass wir die rausbringen dürfen. Und weil wir da fängt es an. Richtig. Weil wir der Gedanke der Liebe sind, in dem Moment, als wir hier auf die Welt gekommen sind. Schau jedes Neugeborene an, was ist denn das? Das ist ein Gedanke der wahren, reinsten, puren Liebe. Und nachher vergessen wir das einfach. Ja. Und das macht aber keinen Unterschied, wie alt wir sind. Wir sind immer mit der gleichen Intention auf diese Welt gekommen. Und jetzt liegt es an uns, ob wir uns mit dieser Identität mit dieser Intention identifizieren oder eben halt nicht. Ja. Und ja. Es sind die kleinen Sachen und die regnen förmlich aus allen Ecken und Enden
Und ich muss aber nicht jeden einzelnen kleinen Glaubenssatz, jede kleine Geschichte auseinandernehmen, sondern es geht darum, dass ich verstehe, was treibt mich an, was treibt meine Sucht an, was bringt mich in die Sehnsucht und dass ich das einfach in Ordnung bringe und schon ist die Sehnsucht weg, weil ich ja dort bin, wonach ich mich sehne. Und zwar bei mir, zu Hause, perfekt, wunderbar, geliebt, wichtig, richtig, was noch alles. Ja, aber das macht es ja auch so klar, weil immer, wenn so diese Begrenzung kommt, auch mal bezogen auf das kommende Programm, jede Frau, die daran teilnimmt, kann sich gewiss sein, dass ihre Intuition sie immer genau dahin bringt, wo sie sein darf, was als nächstes dran ist, weil das ist so wichtig, was du sagst, sich wieder in dieses, oh, was war alles scheiße und wieder diese Geschichten zu erzählen, das ist einfach nicht zielführend, weil sowieso immer genau das zur richtigen Zeit kommt. Und das ist ja auch so ganz oft unser Credo, es läuft alles perfekt. Das bedeutet ja auch gleichzeitig, du darfst alles aufdenken, für dich revidieren und ablösen, sodass du quasi nur noch immer, wenn es halt mal diese Items hochpoppen, dass du es dann halt rausschmeißen darfst, immer wieder. Und dich halt nicht zulabern lässt von deinem alten Verstand. Ja. Und dass dieses alte Zeug, das dann hochkommt, ja, das baut dann diese Terrorbarrieren auf. Ja, dann stehst du plötzlich da und Terror, Hilfe, es geht nicht weiter. Mhm. Dabei ist es nur alte Kacke, die sich dir in den Weg stellt. Die hat aber keine Kraft, die hat keine Power, die hat keine Macht. Die kannst du einfach wegschnippen, ja, weg und dann kannst du da weiter durchgehen. Aber wenn du eben glaubst, dass es ein wahrer Geist ist oder eine wahre Mauer, irgendetwas, was mit dir, was dich aufhalten kann, dort und dort zu sein, wo du sein möchtest, weg. Dann gibt es keine Sehnsucht mehr. Und das ist natürlich so einfach gesagt, aber die Umsetzung ist schwierig, weil, Marie? Ja, weil das perfide Formen annimmt. Ich habe da für mich das beste Beispiel, weil dieses, warum guckst du so böse, warum, ich habe alles an mir abprallen lassen, ich musste die Starke sein und so weiter und so fort, weil ich dachte, ich muss mich schützen, weil ich bin ja verloren, also muss ich ja selber dafür sorgen, dass mein System sich aufrechterhält, mit Süchten, mit abprallen lassen, das ist ja auch eine Sucht, sich ständig alles vom Hals zu halten und sich selber so minderwertig zu sprechen, selber innerlich, dass ja jeder nur weggehen kann. Und das war zuletzt jetzt oder auch aktuell so ein Thema, was präsent ist, dass ich diese Mauer, was alle Liebe von mir weggehalten hat, dass ich das ja als Schutz interpretiert habe. Und das ist so wichtig. Da, und das meine ich mit perfide, du denkst, es ist dein Schutz. Aber dabei ist es das, was dich von allem abhält. Und das darf man auch beweinen und das darf auch mal traurig sein, dann zu verstehen, boah, was habe ich mir nur selber alles entzogen, alles. Und dann zu sagen, okay, und dafür sind solche Lives, solche Videos, solche Hausaufgaben, die wir immer wieder kriegen. Es geht da ja immer ums Zeigen, ums Zeigen, ums Zeigen, um Ängsten entgegenzutreten. Ja. Ich habe jetzt gerade nur geguckt, ob es hier Fragen gegeben hat im Chat. Mhm. Aber es gilt eigentlich nur Zuspruch und Applaus. Schön, ich kann es noch gar nicht sehen. Ich bin gespannt. Und das Wichtige ist halt auch wirklich, ja, sagst du, weil ich habe es schon 100.000 Mal gesagt, ich bin so glücklich, dass jetzt endlich jemand anders mit seinen Worten auch hier von seinen Erfahrungen spricht, weil das ist das Wertvollste, was wir dieser Welt geben können, uns eben mitzuteilen und unsere Wahrheit zu sprechen und wahrhaftig zu sein. Und wahrhaftig geht halt nicht einher mit Verstecken. Ja. Ja, dann glaubt man halt wieder einer Pseudo-Wahrheit, die halt einfach eine Lüge ist.
Es fühlt sich ja auch so bekannt an. Es ist so kuschelig und bequem. Klar, aber Leute, ich kann euch eins sagen, das fühlt sich viel, ich sage das so oft, aber es ist mit Worten nicht zu beschreiben, was sich alles ergibt. Und wenn du dir zugestehst, dass alles, wie will ich es jetzt haben, wenn es irgendwie komisch in meinem Kopf läuft, wenn ich mir zugestehe, dass alles perfekt läuft, löst sich alles so ganz von selber. Und wenn sich irgendwas in den Weg stellt, dann kann ich mir ja auch sagen, nee, das hat jetzt nichts mit Mangel zu tun, dann kommt was viel Besseres. Warum soll ich mich denn von irgendeiner, von außen gegebener, was auch immer, was ja auch nur eine Projektion meines Innenlebens ist oder einer alten Kreation, Manifestation, wie auch immer, warum soll ich mich denn davon beschränken lassen? Das ist anstrengend, Leute. Das ist wirklich wie Cardio-Training. Jeden Tag. Jeden Tag von morgens bis abends. Und das Wichtigste ist, das nicht aufzugeben, weil ihr programmiert alles um. Alles. Und natürlich will, das hatten wir schon ganz oft, was das sich so bequem und selbstverständlich anfühlt. Natürlich hat das ja seine Berechtigung, gerade wenn es mit Schutz einhergeht und so weiter. Natürlich bäumt sich das ganz immens auf. Ja. Aber das Wichtigste ist, dran zu bleiben und immer wieder zu fragen, wer bin ich, wie soll es sein? Und dann geht es im nächsten Moment, darf es auch wieder ganz leicht und einfach sein. Das ist ein Prozess. Und es ist halt so wichtig, dass man aus dem Konsumieren rauskommt, ja, eben auch sucht, dass man aufhört suchen, Informationen suchen, Lösungen suchen. Ja, das ist genau. Ja genau das, weil wo ist die Lösung? Die Lösung ist in mir. Ich muss sie eben nicht mehr suchen, sondern ich muss sie generieren. Und das bedeutet, ich muss tun. Ja, tun. Ja. Und wie du gesagt hast, das ist Cardio-Training. Irgendwann mal werde ich fit, ja? Irgendwann mal bin ich fit, dann macht mir das nichts mehr aus. Aber bis ich fit werde, muss ich tun. Und das ist wie im Fitnessstudio. Du kannst nicht irgendwie fit for fun lesen und Videos angucken, wo andere trainieren und denken, ja, jetzt, genau. Ja? Super Sache, ja. Super Sache, das geht nicht. Und wir sind alle lange genug unterwegs gewesen, ich doch auch, im Suchen, 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 Suchen. Und jetzt ist es halt an der Zeit, wirklich umzusetzen und Veränderungen in sich zu initiieren, damit sich das Außen verändern kann. Ja. Und jeder, der eben noch nicht bereit ist, in ein Cardio-Training zu gehen, wartet. Genau, und alles das, was du gerade gesagt hast, führt mich auch wieder zu was wir uns, glaube ich, schon alle immer wieder gefragt haben. Was ist dieser verdammte Sinn, hier zu sein? Und ich kann das mal so ganz klar sagen, ich weiß das jetzt. Das hat sich mir erschlossen. Und das war in den schlimmsten Stunden mein absoluter Endgegner. Wozu macht das denn einen Sinn? Wozu, wenn es nie freudig ist, wenn es sich immer scheiße anfühlt, wozu ist das gut? Und genau für diese Frage und die Sinnfrage, wer hat sich das nicht alles schon gefragt? Von Pontius bis Pilatus. Also die Antwort ist eigentlich ganz einfach, gell? Und jeder glaubt auch immer noch, das ist ja auch mal ganz kurz eine Illusion, die ich hier reinschmeißen will, dass es für uns alle so unterschiedlich ist. Aber wenn wir alle eins sind und wenn wir alle die gleiche Herkunft haben, dann kann es doch nicht sein, dass es unterschiedlich ist, sondern der Sinn ist derselbe, nur was wir draus machen. Ja. Das ist doch das Spannende. Ja, das ist das Spannende. Okay, jetzt habe ich hier den Sinn gesehen, ich weiß, warum ich da bin. Wow, und jetzt mache ich meins draus. Und du machst deins draus und du zuhörst, du machst nochmal deins draus. Aber du musst nicht dein Leben lang nach dem Sinn suchen. Ja, weil und der ist in dir. Der ist einfach in dir. Der ist gegeben, der ist absolut gegeben. Und auch hier wieder unser Köpflein hat irgendwie mal gedacht, ja, wenn ich den Sinn gefunden habe, wird alles gut. Ich muss den suchen, da irgendwo. Ja. ich denke, das war super inspirierend, liebe Marie. Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Und es ist wirklich ein Weg, der schnell gangbar ist. Und wenn du dranbleibst, wenn du es ernst nimmst, wenn du wirklich ins Fitnessstudio gehst, wenn du dir einen Personal Trainer holst, wie zum Beispiel die Marie, im nächsten Mastermind die Frau, die alles hat, ja, weil sie alles hat, ist ja alles da, müssen nicht suchen gehen, machen gehen, Süchte suchen und so weiter. Die Frau, die alles hat, rausholen mit der Marie als Personal Trainer. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keinen besseren Checkpot, oder? Ich sage einfach ja. Ja, würde ich jetzt mal sagen, weil es ist einfach nur mal da, sich begleiten zu lassen und zu sagen, ich mache das. Oder? Du hast ja auch einfach gesagt, ich mache das jetzt. Ich habe alles probiert. Mhm. Ich brauche eigentlich nur mich. Ja. Ich brauche nur mich und ich will auch in Zukunft nur mich brauchen. Und das ist ja auch das Ganze, was meine Coachings beinhalten. Ich möchte doch nicht, dass irgendjemand mich braucht. Genau. Ja, ja. Sich überflüssig machen ist wichtig. Ja. Ganz genau. Ja, die einfach die Impulse geben, die zur Ermächtigung führen. Weil ich weiß, dass diese Ermächtigung längst da ist, weil ich niemanden einen Mangel aussprechen muss, weil wir ja alle aus demselben sind. Ganz einfach. Genau. Ja. Und das ist so toll. Ich freue mich riesig, dass wir hier diesen Input nochmal geben konnten. Es kann nicht genug gesagt werden, dass wir eigentlich alles schon haben, dass wir schon perfekt sind, dass wir alle großartig sind, dass unsere Herkunft einfach diese ist und dass diese ganze Müll und diese ganzen Lügen keine Existenzgrundlage haben, wenn wir sie nicht mehr geben. Genau. Ja. Also, dann würde ich sagen, Marie, wir verabschieden uns, oder? Ciao, ciao. Tschüss. So.